Für den diesjährigen Ketteler-Preis, verliehen im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum, waren Initiativen und Projekte aus Tübingen, Angermund bei Düsseldorf, Berlin und dem Saarland nominiert. Das Thema war, wir machen das, wir schaffen das für eine integrationsoffene Gesellschaft. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, weil wir die Probleme sehen, die es mit Integration gibt, die es vor allen Dingen mit der Flüchtlingssituation gibt. Und ich denke, Integration braucht auch seine Zeit. Integration braucht viele Menschen. Und wir wissen, es gibt viele engagierte, ehrenamtliche Frauen und Männer, die mit großem Engagement sich auch dafür einsetzen und sagen, wir wollen auch, dass wir eine gute Integration haben. Wir wollen vor allen Dingen den Menschen ein Stück Heimat geben. Alle eingereichten Projekte und Initiativen sind geprägt von herausragendem Engagement. Die Auszeichnung steht beispielhaft für alle, die sich unermüdlich und mutig für eine welt- und menschenzugewandte Gesellschaft stark machen. So ist es in der Begründung der Preisjury. Preisträger des Jahres 2017 wurde die Flüchtlingshilfe Angermund. Gerade bei der Flüchtlingshilfe Angermund, so die vielfältigen, unterschiedlichen Aufgabenfelder nochmal dargelegt worden sind. Also die sich nicht nur auf einen Bereich verstärken, sondern die vor allen Dingen Initiativen, Gruppierungen haben und jeder nochmal die Möglichkeit hat, dort auch Flüchtlinge abzuholen, auch dort Menschen abzuholen, mit ihrem eigenen Engagement, die sich dann mit einbringen können. Und diese Vielfältigkeit, glaube ich, die hat auch überzeugt zu sagen, ja, wir geben zur Flüchtlingshilfe Angermund. Konkreter Bezugspunkt für unsere Arbeit ist das Wohndorf Angermund. Dort gibt es zurzeit 200 Flüchtlinge aus 23 verschiedenen Nationen, die dort eben untergebracht sind. Fluktuation ist derzeit ziemlich hoch und wir kommen halt mit ihnen in Kontakt und versuchen sie eben durch diese 7 Teams, die wir haben, Team Soziales, Team Sport, Team Medizin und so weiter, zu betreuen. Und wir versuchen auch nicht nur dort im Wohndorf zu sein, sondern natürlich auch in den Stadtteil hineinzuwirken und dort eben auch Integration zu fördern. Ich finde es wichtig, und das hat sich in Angermund auch gezeigt, die Menschen direkt anzusprechen. Nicht nur einmal, sondern auch etwas mit Penetranz nach dem Motto, Mensch, du hast doch eigentlich Zeit und du willst das doch eigentlich. Und ich glaube auch, und das zeigt ja auch das Voting, dass wir auf dem Weg viel erreicht haben und auch viele neu ansprechen konnten. Nicht nur den engen Kreis der heute aktiven Flüchtlingshelfer, sondern auch auf breiter Basis. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein Zumba-Kurs kam überhaupt nicht an. Da gibt es einfach Lernerfahrungen für uns oder Filzkurs, solche Dinge, die wir als in unserem Stadtteil Aufgewachsene ganz selbstverständlich vielleicht auch gerne machen. Aber diese Dinge wurden von den Geflüchteten überhaupt nicht angenommen. Und das ist aber mittlerweile, das hat ja auch was mit Integration zu tun, ist angekommen bei unseren Helfern, dass das nicht das ist, was gewünscht ist, sondern ganz was anderes, einfach ein Gespräch. In ihrer Laudatio hob Lea Ackermann, Ketteler-Preisträgerin aus dem Jahre 2006, besonders hervor, dass die 4 nominierten Projekte eines gemeinsam hätten. Sie zeigen, dass Mitmenschlichkeit und Zuwendung Zeit benötigt, damit eine Integration auf Augenhöhe stattfinden kann. Also ich fand sehr schön heute Abend, dass der Ketteler-Preis an eine Gruppe ausgegeben wird oder wurde, die genau das Problem unserer Zeit aufgriff. Wie gehen wir mit Menschen um, die aus ihrem Land flüchten müssen, weil es für sie unmöglich wurde, dort zu leben? Und wir müssen umdenken und müssen sagen, wie nehmen wir sie hier auf, dass wir sie als Menschen ernst nehmen? Und auf der anderen Seite, wie behandeln wir die Länder, wo sie herkommen? Beuten wir die so aus, dass die Menschen dort weglaufen müssen? Also beides muss geschehen. Den Menschen, die hierher kommen, eine Lebensperspektive geben, aber auch aufhören, diese Länder so auszubeuten, wie es bisher geschieht. Der diesjährige Ketteler-Preis zeigt deutlich, dass ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe besondere Unterstützung von Staat und Gesellschaft benötigt.
Familiennachzug ist, wie auch schon im Vortrag erwähnt, ein wichtiger Punkt, der von der Politik unterstützt werden sollte. Das finden wir, finde ich, nach wie vor sehr wichtig, um Integration zu fördern. Das Problem, dass Geflüchtete auch in Arbeit kommen, ist ein Thema, was auch von der Politik mehr bedacht werden sollte, unterstützt werden sollte. Dazu braucht es auch finanzielle Unterstützung, auch für uns. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Wir können dort sehr gut dann auch in diesen problematischen Themenfeldern unterwegs sein. Und das Dritte ist natürlich das Thema Wohnung. Also da muss Stadt, muss Kommune, sei es hier in Köln, in Düsseldorf und anderswo, mehr aktiv werden und gucken, wie es da gute Wohnmöglichkeiten auch für Geflüchtete gibt. Ich denke, die KAB muss sich da weiterhin positionieren, muss auch deutlich machen, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, jeder muss die gleichen Chancen haben. Und da kann es nicht sein, dass es irgendwo abhängig ist, ob jemand jetzt zugezogen ist oder nicht, und dass er die gleichen Lebensbedingungen auch hat. Denn gute Arbeit für alle, gutes Leben für alle gilt für alle und nicht nur für einen Teil.